Hat die Stille auf meinem Kanal nun endlich ein Ende und geht es mit neuen Elan und neuen Büchern und neuen Ideen endlich weiter? Die Fragen und noch einiges mehr möchte ich euch jetzt in diesem Video beantworten. Hallo ihr lieben Bücherfreunde und schön, dass ihr zu diesem Video auf diesem stillen Kanal eingeschaltet habt. Ja, ich möchte heute in diesem Video die Frage klären, ob es weiterhin so still auf meinem Kanal bleibt oder ob doch weiter Videos sprudeln werden. Ja, bevor ich das tue, möchte ich ein wenig weiter ausholen. Und zwar erst einmal, warum es denn so still geworden ist. Und das hat eigentlich zwei, ja, mehr oder weniger simple Gründe. Und zwar der erste Grund ist, ich habe mich selbst sehr extrem unter Druck gesetzt. Zum einen, dass ich ja, gerne Videos drehen möchte, sie auch gerne unglaublich kreativ hätte und ich mir, glaube ich, immer dachte, nicht dachte, aber ich habe mir einfach selbst diesen Druck gemacht und mit Druck, wie ist es so mit Druck, da tut ja die Kreativität einfach drunter leiden oder man gibt der Ideenfindung einfach weniger Raum und wenn man der Ideenfindung weniger Raum gibt, ja, da entstehen halt keine Videos, beziehungsweise verliert man ja auch ein Stück weit an den Videos drehen und an der Ausübung dieses Hobbys. Ja, zum anderen hat das auch noch, also der zweite Grund ist einfach, dass wenn man ja Videos dreht, auch ein Stück weit Bücher lesen muss oder möchte, je nachdem wie man das auslegen möchte. Und ja, da habe ich mich auch ein Stück weit unter Druck gesetzt, dachte immer so, ich muss noch mehr lesen und muss noch mehr schaffen und muss mir noch schneller eine Meinung bilden über das Buch. Und ja, wenn man da halt auch Druck aufbaut, hat man natürlich auch keine Lust mehr auf Bücher lesen oder fährt das Lesen ein Stück weit zurück und gibt halt anderen Sachen Raum. Jedenfalls erging es mir so. Und deswegen habe ich eine ganze Zeit lang gebraucht, um das zu erkennen, warum es mir manchmal, also um mich aufzuraffen manchmal, zu lesen. Und wenn das Lesen ja wegfällt, dann fällt ja theoretisch auch, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch, das Videodrehen weg. Ja. Also quasi eine Abwärtsspirale, in der ich mich befunden habe. Und bis ich das erkannt habe, jetzt habe ich mein Stativ ein Stück weit verstellt. Ich hoffe, ihr seht mich immer noch gut. Ja, also ja, ich habe mich also quasi in eine Abwärtsspirale gedreht nach unten. Und es gab eine Zeit, da habe ich weder gelesen noch, habe noch weder an Videos gedacht, noch weder gelesen. Und ja, da habe ich echt einen Moment gebraucht, bis ich aus dieser Spirale wieder hinausgekommen bin. Und irgendwann fing halt auch das Lesen wieder an. Und also das heißt nicht, dass ich gänzlich aufgehört habe zu lesen, dass ich das Lesen beiseite geschoben habe. Das war nicht so. Ich habe schon noch gelesen, aber relativ langsam und sehr gemächlich. Und dann hatte ich irgendwann mal wieder ein gutes Buch in der Hand und das habe ich verschlungen und da war auch meine Lust am Lesen wieder da und ja, hat man dann so ein bisschen seinen Lauf oder seine Leseroutine wiedergefunden. Jedenfalls ich habe meine Leseroutine wiedergefunden und ja, dann kam jetzt auch die Lust am Videodrehen wieder, beziehungsweise die Lust daran, euch meine Meinung mitzuteilen, mit euch zu diskutieren über die Bücher. Ja, und ja, einfach Meinungen auszutauschen, das hat mir doch noch sehr gefehlt. Ja, und nun sitze ich einfach wieder vor der Kamera und habe quasi mit der Begründung, warum es so still auf diesem Kanal geworden ist, auch die Antwort auf meine Eingangsfrage beantwortet. Und zwar, ob es auf diesem Kanal weiterhin so still bleibt oder ob neue Videos eintrudeln werden bzw. Hochgeladen werden. Damit beantwortet, dass endlich wieder Videos kommen und ich hoffe nicht so schnell die Lust daran wieder verliere, beziehungsweise mir selber wieder so extrem viel Druck aufbaue. Ich versuche es zu vermeiden, ich versuche meinen eigenen Weg zu gehen,
ja, einfach mich selber hier auszudrücken, meine eigene Meinung auszudrücken. Und ja, das habe ich auch vorher schon getan, aber mich einfach nicht so sehr unter Druck zu setzen und ja, meinen eigenen Weg zu gehen. Jetzt habe ich mich ein wenig gedoppelt, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Ja, das soll es nun von mir gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde mich über einen Kommentar sehr freuen. Und ihr könnt mir sehr gerne hinterlassen, eure Fragen hinterlassen, vielleicht auch Videoanregungen, die ich vielleicht mal machen könnte. Und ja, dann sage ich, habt einen schönen Tag noch oder einen schönen Abend. Und ja, bis dahin. Tschüss!